Ein erstes Winterwochenende, das konnten die Menschen im Oberharz erleben. Eine weiße Puderschicht lag auf den Straßen, verzauberte die Dörfer in einen winterlichen Traum. Herbstlich hingegen war es heute bei Göttingen. Da blies der Wind so kräftig, dass man endlich wieder Drachen steigen lassen konnte. Und in Altenhagen an der Weser, da war es heute ein ruhiger Tag. Die Pferde auf der Koppel haben ihn genossen. Hallo Niedersachsen. Ich hoffe, Sie hatten auch einen schönen, ruhigen Sonntag. Dann bringen wir Sie jetzt noch schnell auf den neuesten Stand darüber, was bei uns im Land heute so alles passiert ist. Ausblick. Die Grünen rüsten sich für die Kommunalwahl 2001. Kranzniederlegung. Die Niedersachsen gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt. Figurentheater. Internationale Künstler zeigen in Braunschweig ihr Können. Und Spaziergang. Der Förster am Torfhaus zeigt uns sein Revier. Zweiter Tag des Landesparteitages der Grünen in Wolfsburg. Heute ging es unter anderem um die niedersächsische Kommunalwahl. Am 9.09.2001, so die Landesvorsitzende René Krebs, wollen die Grünen die dritte Kraft im Lande bleiben. Und zwar mit einem mindestens genauso guten Ergebnis wie beim letzten Mal mit 7,6%. Thorsten Habke berichtet. Fangen die Grünen Kommunalwahlträume zu welken an? Die Sorge ist jedenfalls da bei der Landesvorsitzenden René Krebs. In vielen Kommunen wollen ehemalige Grüne mit eigenen Listen antreten, etwa in der grünen Hochburg Lüchow-Dannenberg. Um da Einfluss zu behalten, müssen Grüne offen sein für alle Koalitionen, sagt die Landesvorsitzende. Wir alle wissen das. Es gibt schwarz-grüne Bündnisse, es gibt rot-grüne Bündnisse. Es gibt natürlich auch viele Kommunen, wo überhaupt die Grünen in der Opposition sind. Aber die Grünen sind in der ganzen Bandbreite sozusagen koalitionsfähig da, wo es inhaltlich in der einen oder anderen Weise Sinn macht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Chance auch. Modern soll der Kommunalwahlkampf der Grünen werden. Beim schnellen Informationsaustausch soll das Internet helfen. Und außerdem sollen in möglichst vielen Kommunen eigene Bürgermeisterkandidaten antreten. Dazu ermunterte Sepp Daxenberger, grüner Bürgermeister in einer bayerischen CSU-Hochburg. Es geht dabei nicht, gerade für uns Grüne, nicht darum, Starkult zu betreiben. Aber das müssen wir feststellen, das müssen wir einfach erkennen und als Wahrheit hinnehmen. Personen können nun mal Inhalte besser rüberbringen als Papier. Und dafür stehen wir in der Kommunalpolitik. Viel Zustimmung für den Parteifreund aus Bayern. Aber die Grünen wissen, das selbstgesteckte Wahlziel, die 7,6% von der letzten Kommunalwahl zu wiederholen, ist schwer zu erreichen. Weitere aktuelle Informationen in Kürze nun im Nachrichtenüberblick von und mit Jens Baumann. Städte und Gemeinden in ganz Niedersachsen haben heute der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Anlässlich des Volkstrauertags forderte Niedersachsens Innenminister Bartling in Hannover erneut ein Verbot der rechtsextremen NPD. In Göttingen nahmen mehrere hundert Menschen an einer zentralen Gedenkfeier teil. Wie hier auf dem Göttinger Stadtfriedhof fanden heute überall im Lande Gedenkfeiern zu Ehren der Opfer zweier Weltkriege statt. Das gilt auch für jene 9 Millionen Menschen, die in deutschen Konzentrationslagern ermordet wurden. Der Tag dient ebenso zur Besinnung, die Verbrechen der Vergangenheit als Chance für die Zukunft zu sehen. Die Erinnerung kann uns helfen, über den Gräbern Versöhnung zu suchen und zu gestalten, im Zusammenwirken mit den Nachbarvölkern, mit denen wir im Krieg gelegen haben, die große Chance, eine neue europäische Gemeinschaft aufzubauen, hilft uns, dankbar zu sein für die Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Der Volkstrauertag ist auch ein alljährliches Mahnmal gegen die unendlichen Leiden, die Menschen durch Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung erfahren haben. Man darf Geschichte nicht verdrängen. Man muss zu ihr stehen in der Erkenntnis, was geschehen ist. Muss das verarbeiten, wieder ansprechen. Das Schlimmste, was passieren kann, wäre ein Verdrängen. Der Tag, an dem sich die Menschen ihrer Angehörigen erinnern, die in den Kriegen gestorben sind, ist auch ein Zeichen für Toleranz und gegen Gewalt. Umweltminister Jüttner hat die diesjährigen Umweltpreise des Landes Niedersachsen vergeben. Preisträger sind die Grundschule Schierbrook im Kreis Oldenburg und die Stadt Wolfenbüttel. Die Schule erhielt die Auszeichnung für die erste internationale Kinderumweltkonferenz in Deutschland. Wolfenbüttel wurde für die Gestaltung der Innenstadt ausgezeichnet. Der Preis ist mit 20.000 Mark dotiert.
12 Hauptschüler aus Lohne im Kreis Vechta hatten heute am Sonntag Unterricht hoch über den Wolken. Niedersachsens Ministerpräsident Gabriel gestaltete die Schulstunde in einem Flugzeug nach Mallorca. Der studierte Deutschlehrer sprach mit den Schülern über Rechtsradikalismus. Die viertägige Reise ist der erste Preis in einem Internet-Schulwettbewerb. Mehr dazu sehen Sie morgen Abend in Hallo Niedersachsen. Sie müssen nicht nur ein gutes Auge haben, sondern schier unendliche Geduld. Tierfotografen. Eine Ausstellung mit Bildern von drei wahren Künstlern dieser Gattung ist zurzeit in Luderstadt zu sehen. Der Kulturtipp. Für den Menschen ist die Insel South Georgia, Südgeorgien, eines der abgelegensten Ziele dieser Erde. Für Tiere aber liegt hier nicht weit vom Südpol und östlich der Falklandinseln ein Paradies. Ein Paradies in Sturm und Eis. Gletscher bedecken mehr als die Hälfte der Insel. Eisig pfeift hier der Wind. Mit dem Segelboot wagten sich drei Tierfotografen in dieses menschenleere Reich der Tiere im Südpolarmeer. Die Ausstellung von Mirjam und Ulrich Wiede und Lüdger Weyers zeigt faszinierende und seltene Fotos aus dieser Welt der Pinguine und Seeelefanten. Nirgends sonst auf der Welt leben so viele Tiere auf so kleinem Raum. Mehr als 3 Millionen Pinguine, Seeelefanten und Seebären bevölkern im Sommer die Strände. Und nahezu alle Wanderalbatrosse der Welt brüten hier. Die Fotos aus dem Paradies in Sturm und Eis sind montags bis freitags bei der Heinz-Sielmann-Stiftung in Duderstadt zu sehen. Eintritt frei. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Figurentheater hören? An Kasperle und die schöne Prinzessin, als Marionette zum Beispiel oder als Handpuppe? Daran habe ich auch zuerst gedacht. Beim Figurentheaterfestival in Braunschweig geht es aber in diesen Tagen keineswegs um solche Figuren. Und es handelt sich auch nicht um ein Theater, das nur für Kinder ist. Trotzdem ist es eine beeindruckende Veranstaltung. Daniel Simons verrät Ihnen mehr. Das Stück Monsoon des französischen Ensembles Au Cul de Loup erzählt keine geschlossene Geschichte. Es ist vielmehr eine Mischung aus Tanz und musikalischem Objekttheater. Eine Folge von Szenen und meditativen Bildern, in denen die Stimmung des Monsunregens beschrieben wird. Bilder, die ganz einfach auch erwachsene Betrachter zum Nachdenken anregen sollen. Ich konnte mir nichts vorstellen vorher unter Figurentheater und war einfach neugierig. Deswegen bin ich hier. Es ist ein Experiment. Ich fand es sehr interessant. Mich fasziniert das einfach. Ich verschwinde da auch drin und kann mich darauf einlassen und vergesse dann eigentlich alles andere. Gast beim Braunschweiger Festival ist zum Beispiel auch die Amerikanerin Lauren Kahn mit Put a Light On. Ein Stück über den ewigen Kreislauf des Lebens. Hier der Kindergeburtstag. Lauren Kahn erzählt ihre Geschichte nur mit den beiden Händen und einigen wenigen symbolkräftigen Gegenständen. Der Verzicht auf das klassische Puppenspiel und der Einsatz von bewegten Materialien unterschiedlichster Art ist bereits seit mehreren Jahren ein internationaler Trend. Angefangen hat dieses Theater mit dem Puppentheater. Und in den 80er Jahren hat sich das geöffnet, immer mehr. Und das zeigt sich auch in dem Begriff Figurentheater. Und jetzt ist es ein Theater, wo die Puppen eigentlich nur eine Sonderrolle spielen und sonst Objekte, Dinge, Materialien genauso auch ihre schauspielerischen Fähigkeiten zeigen. 15 Ensembles aus 10 Ländern stellen bei dem Festival ihre Produktionen vor. Ob klassisches Puppenspiel oder zeitgenössisches Materialtheater, das Wichtigste sind die Überraschungen und eine spannende Atmosphäre. Das ist Ulrich Schulze. Förster am Torfhaus. Er genießt diese Zeit des Jahres. Jetzt ist der Waldeinschlag in vollem Gang. Für Ulrich Schulze heißt es, es wird wieder etwas ruhiger. Jetzt hat er endlich mal Zeit für einen ausgiebigen Spaziergang. Und dabei hat er meinem Kollegen Jens Klemp gezeigt, was ihm in seinem Revier besonders am Herzen liegt. Um diesen Ausblick werden ihn wohl viele beneiden.
Doch nicht nur wegen der Wolken bekommt Forstinspektor Ulrich Schulze den Brocken nicht oft zu sehen. Viel zu selten hat er Zeit, sein Revier zu Fuß zu besuchen. Die Aussicht ist für ihn bei Weitem nicht so spannend wie die Natur auf dem Torfhaus. Besonders das große Moor, dem der Berg seinen Namen verdankt. Wir sind froh, dass der Eingriff in den vergangenen Jahrhunderten, Torfabbau, hier nur in einem ganz, ganz geringen Umfang stattgefunden hat, sodass also diese Moorflächen hier im Oberharz nach wie vor als unberührt gelten. ...6000 Jahre alt ist das Hochmoor. Jedes Jahr wächst die Torfschicht um nur einen Millimeter. Die Förster im Nationalpark Harz versuchen deshalb, die Moore zu fördern. Ein Balanceakt zwischen Naturschutz und der Pflege des alten Harzer Kulturerbes, dem Bergbau. Mit solchen Gräben wurden noch vor 100 Jahren die Gruben mit Wasser versorgt, um die Maschinen anzutreiben. Doch das Wasser fehlte dann der Natur. Die Gräben haben natürlich entsprechend negative Auswirkungen, insbesondere auf unsere Harzer Moorlandschaft. Wir haben damit begonnen, diese Gräben rückzubauen, das heißt einzelne Schaustufen einzubauen, um die Fließgeschwindigkeit des Wassers wesentlich zu vermindern. Durch kleine Staudämme soll die Feuchtigkeit im Moor gehalten werden. Der Erfolg ist deutlich zu sehen. Das große Torfhausmoor erobert sich ganz langsam seinen alten Lebensraum zurück. Zu viel Wasser darf sich aber auch nicht stauen, denn das Oberharzer Wasserregal, die jahrhundertealten Gräben der Bergleute, soll noch weiterhin intakt bleiben. Für die Förster keine leichte Aufgabe, Natur und Denkmalschutz zu verbinden. Ob es morgen auch noch regnet? Jetzt noch schnell der Blick aufs Wetter. Im Osten Niedersachsens kam gelegentlich mal die Sonne durch, sonst hielten sich heute häufig Wolken und Regen. Die Wolken bleiben uns leider treu, es gibt nur wenige Lücken. Unter der Wolkendecke bleibt die Nacht mit 4 Grad im Wendland und 6 Grad im Osnabrücker Land mild. Morgen halten sich zunächst dichte Wolken, Regen fällt aber kaum noch. Am Nachmittag gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Für die Jahreszeit zu mild. Das gilt für die Temperaturen in der Region Weser-Ems, genauso für die Temperaturen im östlichen Niedersachsen. Jeweils weht der Wind mäßig bis frisch aus Süd. Im südlichen Niedersachsen schwanken die Temperaturen zwischen 6 Grad in Braunlage und 9 Grad in Göttingen. Die Wolken werden uns auch in den nächsten Tagen noch verfolgen. Es gibt nur wenige Lücken für die Sonne und zumindest ab Dienstag wird es dabei auch noch regnen. Allerdings bleibt es recht mild. Das war's für heute, das war's für diese Woche. Morgen Abend begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Peter von Sassen und begleitet Sie durch die kommende Woche. Und morgen Abend zeigen wir Ihnen dann auch, wie sich unser Ministerpräsident als Lehrer macht. Er ist ja heute mit einer Schulklasse mit 12 Schülern aus Lohne bei Vechta nach Mallorca geflogen, hat ihnen unterwegs eine Lektion erteilt, nein, hat sie unterrichtet. Das alles hat ein NDR-Kamerateam und meine Kollegin Claudia Fregin beobachtet, für Sie beobachtet. Wir zeigen es Ihnen morgen Abend. Tschüss, schönen Start in die neue Woche. Machen Sie es gut, bis bald. NDR 1 Radio Niedersachsen. HSV-Fans, liebe Zuschauer, haben es in diesen Tagen ja wieder mal nicht ganz leicht. Aber was sie trösten sollte, tja, Enttäuschungen in der Liga folgten dann ja meistens große internationale Auftritte. Vielleicht ja auch diesmal gegen den AS Rom. Wir in Sport 3 ab 22 Uhr schauen voraus auf das große Spiel mit Thomas Doll, dem Italien-Kenner. Und noch ein Thomas beehrt uns dann, Thomas Megle vom FC St. Pauli, nämlich fehlt noch ein Uwe. Uwe Schwenker, der Manager des THW Kiel. 22 Uhr, Sport 3. Fan. Nee, nicht so Groupie-mäßig, aber normal. Normal, normal. Und ihr, was hat euch am besten gefallen heute? Eigentlich das Meeting vorher mit
Also mal privat selber kennenlernen, wenn es neben einem stehe, nicht nur von Weitem bei der Bühne. Ja gut, man lernt die ja leider nie wirklich dann kennen, aber es war doch mal ein Ansatz. Und was hast du so für ein Gefühl, wie die so drauf sind? Ah, cool. Doch, sind in Ordnung. Ja, und du? Was? Du bist ja auch schon ein bisschen älter, oder? 18. Ja gut, mit 18. Wie siehst du das als schon fast erwachsen hier in der Runde? Das war schon spitze. Wer war dein Favorite? Eigentlich alle. Alle? Alle. Hat irgendeiner jetzt jemanden, den er ganz klasse, super, mega, dupi, wow, findet jetzt nach dem Auftritt? Nick? Was, warum Nick gerade? Das sieht so gut aus, ja auch in Wirklichkeit, also nicht im Fernsehen so. Das sieht einfach gut aus, ich weiß nicht. Der hat zwar ein bisschen zugenommen, aber... Das habe ich nicht gehört. Der ist halt, hat einen schweren Knochenbau, der Junge. Ja, Nick, und bei euch irgendwie auch ein Favorite? Also der Kevin, der ist doch arg nett eigentlich. Also der ist wirklich auf die Leute auch zugegangen und hat einen auch mal wirklich angeschaut und nicht gerade mal so im Laufen vorbei. Und der Brian auch. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und ja, leider ist jetzt die Zeit des Abschieds gekommen. Hinten wird auch schon kräftig abgebaut. Und ja, schön, dass ihr da mitgemacht habt bei unserem Gewinnspiel. Wir werden sicherlich demnächst wieder mal irgendein Meet and Greet mit den Superstars euch direkt nach Hause bringen. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Weg. Kommt gut nach Hause. Und wir sehen uns gleich nochmal wieder. Die Backstreet Boys, 1997, da sahen sie noch etwas anders aus, der eine oder andere schlanker, aber naja, die Zeiten ändern sich und leider ist auch die Zeit schon wieder vorbei. Wir haben die Backstreet Boys hier live erlebt und mittlerweile wird es schon wieder fleißig abgebaut. Es ist keine 20 Minuten her, da haben sie noch auf einer Bühne gestanden, die mittlerweile auch nicht mehr da ist. Und das ist ansonsten übrigens eine alte Brauerei. Hier wird das schmackhafte Canterbräu gebraut. In Freiburg ein Hit, wie ich mir habe hören sagen lassen. Und ja, ich schaue mir jetzt auch noch ein bisschen Freiburg an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den Backstreet Boys. Album ist ja jetzt draußen, beziehungsweise kommt jetzt am Montag raus. Und viel Spaß noch, einen schönen Abend im Viva-Programm. Ciao. Und morgen geht es weiter mit einem großen Viva-Spezial. Ab 18 Uhr könnt ihr eine Stunde lang Madonna erleben. Phil hat ein Europa.